Eine spezialisierte Kinderradiologie in einer Kinderklinik einzuführen, lohnt sich, weil wie für alle pädiatrischen Fächer gilt, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Jedes Kindesalter hat typische Reaktionen des Körpers auf Erkrankungen und die muss man wissen. Dann können Sie den behandelnden Ärzten umso schneller weiterhelfen und effektiver weiterhelfen, das Kind richtig zu behandeln. Wir behandeln pro Jahr ungefähr 80 Patienten, die neu an Krebs erkranken, im Alter zwischen 0 und etwa 18 Jahren. Das sind ungefähr 1000 stationäre Aufenthalte und 1800 tagesklinische Betreuung und mehrere tausend ambulante Kontakte. Die Absprache mit den Kollegen, die uns die Patienten zuweisen, ist bei Kindern ganz besonders wichtig. Das Wichtige ist, dass jeder weiß, was der andere braucht und will. Ja, also wir müssen wissen, wie müssen wir das Kind vorbereiten. Und von den Radiologen möchte ich dann auch die Antworten haben und mit denen diskutieren können. Man möchte die Untersuchungszeit möglichst kurz halten, möchte vermeiden, dass die Kinder einer Strahlenexposition ausgesetzt sind. Vom Prinzip her ist jeder Strahl, den man sparen kann, gut. Ein Bauch-CT zum Beispiel bei einem Neugeborenen ist, wenn man dann dieses Neugeborene bis ins Alter 80, 90 verfolgen würde, mit einem Krebsrisiko verbunden, das schon in die Promille geht. Natürlich muss man immer mit Tricks arbeiten, wenn man Kinder versucht, für eine Untersuchung zu interessieren und sie vor allen Dingen, das ist das Schwierigste, dafür zu interessieren, stillzuliegen. Im MRT können die Kinder Videofilme angucken. Das spart uns tatsächlich auch Narkosen und Sedierungen ein. Wenn ich in die Zukunft blicke, dann wünsche ich mir ganz besonders, dass es trotz zunehmendem Kostendruck im Gesundheitswesen immer Menschen geben wird, die verstehen, dass die Behandlung von Kindern etwas ganz Besonderes ist, dass man für die Behandlung von Kindern Zeit braucht und Ressourcen braucht und dass das auch in der Zukunft erhalten bleibt.